Wir begrüßen euch zu einem neuen Podcast der DGEB. Ja, und heute, da geht es um Voodoo-Therapie mit Frank Siegele und Hermann Ludwig. Dann begrüße ich alle unsere Teilnehmer, die sich jetzt hier eingeloggt haben, zu dem Vortrag von Hermann und Frank: Berühren, berührt sein, bewegt sein, Perspektiven der integrativen Voodoo-Therapie. Sowohl Hermann Ludwig als auch Frank Siegele sind beide langjährig erfahrene IBT-Therapeuten und Voodoo-Praktiker. Und in beiden Bereichen, also sowohl in unserem Verfahren IBT als auch im Voodoo, Lehrtherapeuten. Mit eurem Vortrag heute werdet ihr uns die Verbindung Theorie-Praxis verschränkt aufzeigen von Voodoo zu den Kernkonzepten unseres integrativen Ansatzes, wie zum Beispiel das komplexe Lernen, Konvivialität und intersubjektive Korrespondenz. Und da ihr ja auch Praxis mit in euren Vortrag eingebaut habt, denke ich, habe ich die Vorstellung, dass ihr uns eben auch erfahrbar machen werdet, dass die Voodoo-Therapie als ein integraler Bestandteil der IBT angesehen werden kann. Ich hoffe, ich habe das in eurem Sinne beschrieben, wie ihr das auch vorhabt, uns jetzt darzulegen, und wünsche uns allen ganz viel gute Erkenntnisse, viel Freude bei dem, was wir jetzt gleich mit euch erleben werden. Ja, vielen Dank, Conny. Das ist jetzt für uns heute auch die Neuauflage oder auch ganz neu, dass wir hier zu zweit Vortrag machen, wobei wir haben das schon mal gemacht in Aulendorf vor ein paar Jahren in einer ähnlichen Form, aber heute wird es nochmal anders. Und es ist dann total schön, dass wir hier in Franks Praxis sein können mit einem großen Raum, sodass wir hier auch die Übungen, glaube ich, ganz gut in Szene setzen können. Ja, Voodoo-Therapie, integrative Voodoo-Therapie. Man kann sich ja immer fragen, warum man in der integrativen Bewegungstherapie oder in der Arbeit mit Patienten und Patientinnen überhaupt auf die Idee kommt, mit Kampfkunst zu arbeiten. Und Voodoo ist der Oberbegriff für vorwiegend japanische Kampfkünste. Nun wissen wir vielleicht auch, oder einige wissen es doch schon auch, dass in der integrativen Bewegungstherapie Hilarion Petzold schon sehr früh mit Kampfkünsten gearbeitet hat. Aber trotzdem, warum macht das eigentlich Sinn? Und dazu kann man vielleicht noch mal sagen, so ganz allgemein, dass die Kampfkünste sich ja aus den Kriegskünsten entwickelt haben. Also es waren ja definitiv Kriegskünste zur Verteidigung, zum Angriff. Letztendlich in der Zeit ab 1600 ungefähr gab es in Japan ein relativ starkes Shogunat, und so dass das Selbstverteidigen, die Kriegskunst nicht mehr so nötig war. Das heißt, der Kriegsadel, die Soldaten, sind mehr oder weniger ein Stück weit arbeitslos geworden, die Samurai, und bekamen andere Aufgaben dazu, haben aber ihre Kampfkünste weiterentwickelt oder ihre Übungen und Kriegstechniken letztendlich weitergeführt, und über Einflüsse philosophischer Art, den Daoismus, Konfuzianismus, Shinto und Zen-Buddhismus, haben sich dann diese Kriegstechniken letztendlich zu Kunstformen entwickelt. Und das sind dann die Kampfkünste. So sind die Kampfkünste zunächst mal entstanden. Ich glaube, ich muss mal eine Folie darauf machen. Ein wichtiger Aspekt dieser Kampfkünste ist das Konzept des Weges.
Deswegen ist in den Kampfkünsten häufig das Anhängsel Do hinten dran, bei Judo, Karate Do, Aikido und so weiter. Das heißt, man denkt, dass die regelmäßige Ausübung dieser Kunst uns auf den Lebensweg weiterbringen. Also Do ist ein Symbol für den Lebensweg letztendlich. Und dabei wird dieser Tätigkeit eine über diese Tätigkeit hinausgehende Wirkung zugeschrieben. Also sprich, sie dient eigentlich der Persönlichkeitsentwicklung. Davon geht man so aus. Insofern hat dann auch Kampfkunst als Persönlichkeitsentwicklung oder auch andere Künste wie die Teezeremonie, das Chado oder das Blumenarrangieren wie das Quado. Wenn man die regelmäßig macht und immer wieder, dann wird denen eine besondere Wirkung zugeschrieben, die uns im Leben hilfreich sein kann. So viel dann zum Budo. Dann ist die zweite Frage, was ist eigentlich integrative Budo-Therapie? Da ist uns beiden sehr wichtig, dass wir uns tatsächlich als eine Sonderform der integrativen Leib- und Bewegungstherapie verstehen. Das heißt, unsere Wurzeln liegen in der IBT und eigentlich nicht so stark in der Kampfkunst. Zumindest wenn man es von der therapeutischen Seite sieht oder von der Seite mit Menschen zu arbeiten. Das heißt, die integrative Budo-Therapie ist eine Methode, die auf Erkenntnissen letztendlich westlicher Psychotherapie fußt, auf Philosophie, auf Sportwissenschaft, ich bin auch Sportwissenschaftler, auf Medizin, und weil wir beide auch stark in dem Feld arbeiten zum Thema Aggression, Impulskontrolle, Emotionsregulation, ist die Aggressionsforschung auch ein wichtiger Bestandteil, den wir so in die Budo-Therapie mit integriert haben. Und natürlich machen wir uns auch Konzepte traditioneller Kampfkunst zunutze. Die sind wichtig, die bilden aber eben nur einen Teil. Es gibt andere Kolleginnen und Kollegen, die andere Dinge entwickelt haben. Die sind sehr stark auf die traditionellen Kampfkunstkonzepte fokussiert. Das ist bei uns definitiv etwas anders, weil wir denken, dass wir mit diesen traditionellen Konzepten, die in einer Kultur entwickelt wurden, die für uns doch in der Regel sehr fremd ist, dass wir die nur teilweise in unserem Umfeld hier auch nutzen können. Das heißt, wir versuchen auch diese traditionellen Konzepte in unsere westliche Kultur zu transponieren. Und insofern entspricht beispielsweise das Konzept des Weges eben auch der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne oder das Thema Respekt, Würde entspricht natürlich findet sein Pendant in der Menschenrechtskonvention zum Beispiel. Oder wenn wir in unsere IBT gucken und dort die Referenzautoren anschauen, dann sticht hier Levinas hervor mit dem Konzept der Andersheit des Anderen. Vielleicht eins noch dazu, wie dann auch Budo sich mit Therapie verschränkt hat. Da haben wir uns eben an der Praxis orientiert, an unserer suchttherapeutischen, wo wir ja auch, Hermann, immer noch, ich lange Jahre tätig war. Und die Frage war immer, wie kommen die Leute eigentlich, insbesondere nach Rückfällen, wieder auf die Beine? Und so hat sich eben dann auch Budo, also die Kampfkunst, mit der Therapie verschränkt, weil wir dann ganz konkret wissen wollten, ja, wie fallt ihr denn eigentlich, wenn ihr umfallt oder wenn ihr rückfällig seid? Und dann sind wir tatsächlich mit einer Fallschule dann auch in unsere Therapiesitzung reingegangen. Das heißt, die Patienten haben gelernt oder überhaupt sich erstmal angeschaut, wie falle ich eigentlich? Und dann haben wir den Rückfall simuliert und sind über das Fallen dann, nämlich über die Rolle, die es beim Aikido gibt zum Beispiel oder beim Judo,
dann haben die Erfahrung gemacht, sie kommen ganz, ganz schnell wieder auf die Beine. Und das war vielleicht auch der Anfang von Budo und Therapie, jetzt speziell so aus unserem Suchtkontext heraus. Und daraus hat sich dann ja auch immer mehr entwickelt. Genau, ja, das war eine schöne Ergänzung noch von Frank. Ich würde noch gerne, oder wir würden noch gerne was sagen zu dem Thema Berührung. Berührung ist ja eine Kampfkunst. Ja, ohne Berührung geht es ja eigentlich nicht. Es sei denn, man kämpft mit Waffen auf die Distanz. Oder gestern Abend fiel mir ein, wenn man sich heute die modernen Kriegstechniken guckt, dann anschaut, dann geht es schon ohne Berührung, man schickt Drohnen los. Aber bei uns ist das noch ein bisschen anders. Wir kämpfen sozusagen noch mit den Händen. Und hier ist Berührung natürlich ein ganz zentraler Punkt. Ich habe nochmal so ins etymologische Wörterbuch reingeguckt, und Kämpfen kommt von Campus, was Schlachtfeld oder Ort bezeichnet, und ein Ort, an dem eben harte Auseinandersetzungen geführt werden und stattfinden. Und ja, es geht bei uns auch manchmal um harte Auseinandersetzungen. Und wenn man dann nochmal den Weg von der Kriegskunst zu den Budo-Künsten bis zur Budo-Therapie verfolgt, unter dem Aspekt der Berührung, dann könnte man sagen, dass in der Kriegskunst Berührung dazu natürlich da war, den anderen kampfunfähig zu machen. Es ging um Sieg oder Niederlage und letztendlich ging es um Leben oder Tod. In der Kampfkunst ist das dann Gott sei Dank nicht mehr so, weil in der Regel findet hier doch eher eine spielerische Auseinandersetzung statt, zumindest in den traditionellen Kampfkünsten wie dem Karate-Do, Aikido und diesen Künsten, die wir schon genannt haben. Also in dieser spielerischen Auseinandersetzung mit dem anderen geht es eigentlich darum, ein gutes Miteinander zu finden. Schönes Beispiel dafür ist das Judo natürlich, ja. Auch, weil das ja ganz stark auch für Kinder angeboten wird. Und da findet das Raufen, Rammeln und genau dieser spielerische Aspekt, ja, vielleicht noch am allersichtbarsten statt. Ja, richtig. Und es geht dann auch, das ist ein schönes Beispiel, sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Natürlich einerseits in der Kampfkunst und sicherlich auch, wenn man weiterdenkt, persönlich. Und ich, mir ist das nochmal aufgefallen, ich dachte, hier wird der Berührung eigentlich zum Gradmesser, inwiefern dieses gute Miteinander gelingt oder nicht. Ja, wir sehen das manchmal so im Training, wenn dann der Zuki, der Fauststoß, doch zu fest wird, dann ist an dieser Stelle das gute Miteinander doch nicht so perfekt gelungen. Und darum geht es aber, dass wir das möglichst hinkriegen miteinander. Und letztendlich gilt das natürlich auch, das gute Miteinander in der Auseinandersetzung mit sich selber zu finden. Dass man auch sich selbst schätzt und Dinge tut, die einem letztendlich gut tun. Oder wie Lauren Petzold es in seinem Vortrag auch beschrieben hat, die einem Wohlsein beschaffen. Dass man in ein Wohlgefühl bekommt oder in ein Wohlgefühl kommt. Das ist ein ganz zentraler Aspekt. Ja, und dann gehen wir einen Schritt weiter zur Budo-Therapie. Hier geht es eben neben der äußerlichen Berührung eben auch um eine innerliche Berührung, um die eigene Berührtheit, um Gefühlsregungen, die wir dann in der Interaktion miteinander in der Therapie versuchen zu erfahren, wahrzunehmen, zu fördern, um das eben therapeutisch auch nutzen zu können. Und in der Budo-Therapie kann das eben auch durch direkte Berührung stattfinden, was unter Corona-Bedingungen eben auch wieder etwas schwieriger wird. Aber es geht eben auch ohne direkten Körperkontakt. Und da ist der ganze Fundus an Gesten und Ritualen relativ wichtig, von denen wir gleich auch sicherlich noch das eine oder andere zeigen werden. Und letztendlich, um das nochmal mit Konzepten aus der integrativen Therapie nochmal zu unterfüttern, letztendlich geht es uns in der Budo-Therapie
Einerseits um die Sensibilisierung der Wahrnehmung und Erweiterung des Erlebens- und Ausdrucksspielraums, also den dritten Weg der Heilung und Förderung, was wir unter Erlebnisaktivierung halt verstehen. Und auch hier ist mir nochmal deutlich geworden in dem Vortrag von Hilarion am Freitag, dass das so ein zentraler Aspekt ist, weil Menschen, mit denen wir heute arbeiten, sei es in der Sucht oder auch bei traumatisierten Menschen, da fehlt häufig die Wahrnehmung oder eine gute Wahrnehmung fehlt. Und hier kann Budotherapie auch auf einer rein oder recht basalen Art, zunächst mal auf einer körperlichen und funktionalen Schiene, zuerst mal auch die Wahrnehmung verbessern. Jedenfalls ist das unser Anliegen, das zu fördern. Der zweite Aspekt ist, geht um Bewusstseinsarbeit, das heißt die eigenen Verhaltensweisen in der Auseinandersetzung mit sich selbst und aber auch mit anderen verstehen lernen. Also beispielsweise, dass Patientinnen oder auch Patienten verstehen lernen, warum sie gerade so handeln, warum sie dem anderen wehtun oder sich selbst bei selbstverletzendem Verhalten. Das ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Und auch mitkriegen, was passiert da überhaupt? Wie könnte der andere sich dabei fühlen, wenn ich ihn verletze? Ein weiterer Weg, der zweite Weg der Heilung und Förderung, eben das Grundvertrauen, die Beziehungsfähigkeit herstellen, zu fördern. Das geschieht überwiegend sicherlich auch durch ein gutes Miteinander, das wir als Therapeutinnen und Therapeuten versuchen zu schaffen. Ein konvivialer Raum, ein Raum, in dem Menschen so sein dürfen, auch wie sie sind zunächst. Und ein weiterer wichtiger Weg ist die Solidaritätserfahrung, die ich natürlich immer auch im Kampf, in der Arbeit mit meinem Partner, mit meiner Partnerin erfahre. Das Achten auf den anderen, dass ich ihn eben nicht verletze, dass ich achtsam mit ihm bin und im Training, dass wir uns beide schützen sozusagen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Solidaritätserfahrung, der auch sehr schön erlebbar ist. Ja, dann würden wir jetzt zunächst mal anhand von einigen Kernkonzepten der integrativen Therapie versuchen, die Budotherapie hier etwas näher zu bringen. Und dabei werden wir eben auch immer wieder praktische Beispiele sozusagen einspielen und selber hier vorführen. Das finde ich ganz schön, das mit Frank machen zu können. Und ja, mal gucken, wie das uns so gelingt. Entschuldigung, ich muss gerade noch mal eins zurück. Also es geht letztendlich, wir haben natürlich nicht alle Kernkonzepte uns jetzt ausgesucht, aber so ein paar wesentliche. Das eine wäre Exzentrizität. Das zweite, das intersubjektive Korrespondenzmodell, was so ein wirklich zentrales in der Budotherapie ist. Ebenso wie Konvivialität und Konvivialismus. Und das dritte, vierte wäre das komplexe Lernen. Wenn es um Exzentrizität geht, dann bezeichnet das zunächst mal die menschliche Fähigkeit, zu sich selbst in Distanz gehen zu können. Zu sich selbst, aber natürlich auch in Distanz gehen zu können zur Außenwelt. Also wenn ich in einer stressigen Situation bin, in einem Konflikt, dann ist es hilfreich, dort in Distanz zu gehen, um diese Dinge besser beobachten und besser beurteilen zu können. Und schließlich angemessene Handlungsmöglichkeiten zu finden für solche Situationen. Das heißt, es geht letztendlich darum, den Zustand des Beobachtens einzunehmen und damit die eigene Involviertheit und Betroffenheit zu reduzieren.
in dem schönen Buch Wirkfaktoren der Achtsamkeit von Harrer und Weiß nennt man das Disidentifikation. Finde ich auch einen ganz schönen Begriff. Wir sind, wenn wir zu uns selber in Distanz gehen, mit unseren Affekten, Gedanken und so weiter, nicht mehr so krass identifiziert. Wir kriegen also innerlich einen gewissen Abstand, indem wir sie beobachten. Und genau, zu diesem Thema Exzentrizität wollen wir jetzt zuerst mal zeigen, wie wir das machen. Mit dem Beispiel, ne? Oder wie hast du es jetzt gedacht? Mit dem Beispiel. Mit dem Beispiel, genau. Mit dem Beispiel. Genau. Also das Beispiel stammt aus einer Therapiegruppe mit jungen Erwachsenen, so alle um die 20, 2, 23, gemischte Gruppe, Männer und Frauen. Und in der Gruppe kam das Thema auf sexuelle Gewalt, sexueller Übergriff und eine Patientin hat sich dann in der Stunde darauf, also in der nächsten Gruppenstunde, nochmal auf diese erste Sitzung bezogen und meinte, das hätte doch in ihr jetzt auch viel aufgewühlt, dieser Bericht der einen Teilnehmerin über sexuelle Übergriffe, sexuelle Gewalt. Und das hätte sie die ganze Woche beschäftigt und sie wäre in einem Zustand von Schönen guten Morgen, Heidi. Rückzug, Angst, Panik. Ja, beispielsweise. Und Erstarrung vor allem zurückgefallen. Das hätte sie gedacht, hätte sie überwunden, aber aufgrund dieser Triggers ist sie doch nun genau wieder in diese Situation reingerutscht. Und dann haben wir das in der Therapie aufgegriffen und sind das bewegungstherapeutisch und in dem Fall eben budotherapeutisch nochmal angegangen. Das wollen wir mal kurz darstellen, ausschnittsweise und sicher auch ein bisschen im Zeitraffer. Das Ganze geht immer doch langsam und sehr behutsam vonstatten. Aber damit deutlich wird, wie die einzelnen Schritte waren, zeigen wir das jetzt mal hier. Genau, und damit Sie es jetzt vielleicht besser sehen könnten, könnten Sie jetzt so auf dieses Kästchen rechts oben in der Ecke klicken, dann sehen Sie uns ganz groß. Genau, gehen wir mal ein bisschen hier so rein. Ich glaube, das vom Bild. Also der Bericht war ja, ich fühle mich starr und wie eingefroren. Mein Vorschlag war dann, wir stellen uns alle mal auf und führen dieses eingefrorene Mal, also auch da mal in diese Qualität rein. Diese Patientin hat noch geäußert, es wären Bilder aufgekommen, nämlich, die sie auch nicht mehr loswerden, nämlich, dass sie die Hände dieses Menschen, das war ein Mann, dass sie die Hände am ganzen Körper immer wieder spürt und dass sie das in ihrer Bewegungsfreiheit sehr stark einschränkt und eben bewegungsunfähig und ängstlich und macht. Dann war die Aufforderung, wir machen das dann in der Gruppe, machen das dann alle mit, sich mal hinzustellen und diese Hände zu spüren. Die Patientin hat das eben auch getan und hat auch sofort wieder diesen Erstarrungsmuster in, weiß ich, war. Mein Vorschlag war dann, oder ich habe sie dann gefragt, wo nimmst du denn diese Hände wahr? Das war an verschiedenen Körperstellen, aber eben auch an den Schultern, später auch nochmal an den Handgelenken. Wir duzen uns in der Gruppe, das ist traditionell so, also auch ich werde geduzt, ganz normal. Standard. Mein Vorschlag war dann, ich berühre dich jetzt mal an den Schultern, aber weil ich das entsprechend vorsichtig angehen wollte, wollte ich das nicht mit meinen Händen tun im ersten Schritt. Dazu habe ich dann Hilfsmittel mal rangeholt. Das sind diese Schaumstoffschwerter und habe
dann folgendes gesagt: Ich berühre dich jetzt mal mit den Schwertern an. Nein, ich habe einen Schritt vergessen, der ist wichtig. Pardon. Bevor es nämlich dazu kam, haben wir überhaupt erstmal das andere Muster geübt. Und dieses andere Muster war, aus der Erstarrung raus, die Hände vor den Körper zu nehmen. Ich schütze mich. Ich schütze mich. Und dann die Hände nach außen zu drehen und diese Bewegung zu machen. Richtung, ich schütze mich. Ich schütze mich. Dann drehe ich die Hände nach außen mit dieser Außenrotation. Das haben wir geübt miteinander. Ich schütze mich, auch mit den Worten unterlegt und befreie mich. Ich schütze mich und befreie mich und befreie mich. Jetzt kommt der Teil mit der Berührung. Die Anweisung ist die, geh genau in dieses Bewegungsmuster, wenn du diese Berührung spürst. Schütze mich und befreie mich. Das haben wir natürlich ein paar Mal gemacht. Und der nächste Punkt wäre jetzt, ich beschütze mich und befreie mich und ich bin wehrhaft. Dazu macht Hermann jetzt gleich einen Schritt zurück. Schütze mich, befreie mich, wehrhaft. Nochmal. Es ist auch ganz wichtig, dass solche Übungen immer oft gemacht werden müssen. Schütze mich, befreie mich, wehrhaft. Danke. Also immer wieder müssen die gemacht werden, damit sie sich einverleiben als neues Muster. Im nächsten Schritt kann man dann auch tatsächlich das mal mit den Händen probieren, sehr vorsichtig, ohne Druck. Hier wäre dann so dieser Aspekt, um das nochmal vielleicht zu ergänzen, des, der Exzentrizität. Ich gehe jetzt aus der Position raus und gehe etwas mehr in die Exzentrizität, um Abstand zu gewinnen von dieser schwierigen Situation. Genau, und diese Sätze sind natürlich auch wichtig, dass wir diese Sätze mit reinnehmen. Es nützt nichts, diese Übung zu machen, dann ist es nur eine Übung. Wenn wir die Sätze dazu holen, zu unserem Thema, und an der Stelle ist jede Therapiesitzung, jede Bewegungsübung individuell erfunden und in gewisser Weise noch nie da gewesen, mit den Sätzen wird das Ganze eben therapeutisch wirksam oder überhaupt ein therapeutisches Agens. Ja, es geht dann noch mal einen Schritt weiter. Das hat jetzt nicht alles in der gleichen Stunde stattgefunden, sondern das mit einer Verzögerung in der nächsten oder übernächsten Therapiesitzung, wo das noch mal aufkam, haben wir dann eben auch den Griff zum Handgelenk gemacht. Das zeige ich dann immer als erstes. Ich sage dann immer, fass mich mal um. Nehmen wir beide Handgelenke, kann man auch mit einem machen, aber das ist alles gut. Um mich jetzt zu schützen, muss ich tatsächlich erstmal, auch um wehrhaft zu sein, einen Schritt hin, weil hier hinten mit dem langen Hebel komme ich sozusagen nicht raus, bin auch schlecht mit mir hier unten im Gleichgewicht. Also um in diese Position des Schutzes zu kommen, muss ich tatsächlich erstmal einen Schritt ran. Schütze mich und bin wehrhaft. Das machen wir gleich mal. Ich schütze mich, freie mich, ich bin wehrhaft. Das ist eine ganz ähnliche Bewegung, nämlich die und dann dieses Rausdrehen und dann dieses Zurückgehen. Mal vielleicht. Ja. Ich schütze mich. Und ich befreie mich und bin wehrhaft. Das vielleicht so weit, so zu dem Beispiel Exzentrizität.
wie kann ich die gewinnen, wenn ich so involviert bin, wenn ich so drin bin in meinem Thema und dann auch in dem Fall in der Erstarrung. So, jetzt müsstet ihr uns vielleicht wieder kleiner schalten, damit wir wieder das Whiteboard auch haben. Unser nächster wichtiger Punkt ist so dieses Thema oder der Aspekt der intersubjektiven Korrespondenz. Da nun Budo, Kampfkunst, eigentlich Therapie sowieso, aber gerade im Budo natürlich nochmal eine engere Interaktion ist, auch körperlich, ist dieses Thema intersubjektive Korrespondenz eigentlich für mich so das zentrale wichtige Element auch für die Budo-Therapie, weil Menschen existieren oder dieses Korrespondenzmodell geht ja davon aus, dass Menschen eben nur in wechselseitiger Bezogenheit existieren können. Hilarion Petzold hat es beschrieben mit alles Sein ist Mitsein, also das nochmal auf eine sehr kräftige Formel gebracht. Existenz ist Koexistenz. Mir wird in den letzten Monaten zunehmend klar oder auch Jahren, dass es natürlich hier einerseits um was Intersubjektives ist, aber dieses Existenz ist Koexistenz gilt natürlich auch für unsere Natur, für unser Ökosystem. Wir sind ein Teil dieses Ökosystems und wir müssen koexistieren. Das nehmen wir auch so in die Budo-Therapie mit. Wir machen viele Dinge in der Natur. Und für Patientinnen formulieren wir es nochmal anders. Also dieses Koexistieren, das alles Sein ist Mitsein, das ist auch um das die, wie soll ich das jetzt so sagen, dass die Gruppe, das Klinik-Setting durchaus auch ein wichtiger ökologischer Raum für eine Zeit ist, der wichtig ist und in dem man miteinander zu tun hat. Und insofern dann auch fundamentalen Respekt erzeugen muss oder haben muss vor diesen anderen Menschen in der Klinik, im Klinik-Setting, in dem, was man auch in der Gruppe miteinander tut. Und die meisten wissen das ja, oder alle wissen das, dass das Konzept der Andersheit des Anderen von Levinas ist. Und Petzold und Ilse Ort haben es nochmal auch anders formuliert oder eine andere Note mit reingebracht. Es geht auch um die unbedingte Sorge, um die Integrität der oder des anderen. Und auch das ist in der Budo-Therapie, in der Kampfkunst natürlich ein ganz zentraler Punkt, nämlich sich um den anderen zu sorgen, dafür zu sorgen, dass ich den anderen nicht verletze. Und eine ganz einfache Übung, aber eine sehr zentrale, die immer am Anfang von Partnerübungen steht, die meistens, nicht immer, aber oft auch am Anfang und am Ende von Therapiestunden stehen bei Frank und mir, ist die Verneigung. Und diese Verneigung wird manchmal von Patientinnen und Patienten so ein bisschen als lächerlich gesehen. Dann muss man immer etwas einschreiten. Wenn man das aber gut erklärt, dann merken Patienten, dass es hier wirklich um was sehr Essentielles geht. Und dann erinnern mich Patienten immer wieder manchmal daran, Mensch, wir haben die Verneigung vergessen. Das finde ich sehr schön. Und Frank und ich, wir machen die jetzt einmal, weil die ja was sehr Kraftvolles hat. Auch wenn man sich übrigens nicht dabei berührt, sondern im großen Abstand ist. Vielleicht noch vorweg die Haltung der Faust und der Hand, weil man das dann vielleicht nicht so gut sieht, wenn wir dann uns gegenüberstehen. Wir schließen immer die Faust, das die kompakt sein. Und wenn wir das auch erklären, dann lassen wir auch die Gruppen oft frei assoziieren. Was fällt euch zu dem Thema geschlossene Faust ein? Da kommen ganz unterschiedliche Dinge von Kraft bis zu Zerstörung.
Und das machen wir uns dann aber auch klar. Wir machen uns auch den Teil klar, der vielleicht, mit dem wir vielleicht nicht so einverstanden sind, und dass wir auch zerstörungskompetent sind. Auch das machen wir uns klar. Wir sind zerstörungskompetente Wesen und nicht nur theoretisch, sondern eben auch praktisch schon erfahren. Wir haben alle in unserer Biografie schon mal was kaputt gemacht, andere verletzt, meistens verbal, selten. Aber diesen Teil sich klar zu machen, ist wichtig. Und den anderen Teil sich eben auch klar zu machen, das ist die offene Hand. Ich habe aber auch friedfertige Kompetenzen, die Kompetenz zur Friedfertigkeit. Ich habe mich im Griff, ich kann mich stoppen, ich kann mich begrenzen. Ich habe diese beiden Anteile. Vielleicht gehen mir hier auch mal die Pferde durch, aber im Wesentlichen habe ich mich im Griff und ich bemühe mich darum, mich zu begrenzen, mich zu stoppen. Ich habe mich im Griff. Das wäre die Haltung. Diese Haltung stehen wir uns dann ja gegenüber, das ist auch vorher so erklärt, schließen die Füße und neigen uns zu. Hier ist wichtig, dass wir uns nicht verbeugen, also nicht verbiegen, sondern verneigen, zu neigen bei geradem Rücken. Machen wir jetzt einfach mal. Und in dieser Verneigung steckt das Versprechen, ich achte darauf, dass dir nichts geschieht. Ich achte darauf, auch, dass mir nichts geschieht, aber ich achte eben auch darauf, dass dir nichts geschieht. Und in dem Sinne, wie Hermann das eben auch erläutert hat, ist das weltumspannend. Sprich, wir müssen die Natur, wir müssen die Welt so logische mit reinnehmen. Ich achte darauf, dass der Welt, Natur und so weiter, nichts geschieht, weil das große Ganze, ohne das große Ganze, kann ich nicht leben. Ich achte darauf, dass dir nichts geschieht, denn ohne dich kann ich nicht sein. Im Levinaschen Sinne, der andere war immer schon vor mir da. Und ich achte darauf, dass auch mir selber nichts geschieht im Sinne der Selbstfürsorge. Und dann sind wir im Grunde auch bei dem Konzept der komplexen Achtsamkeit. Ja, ich merke mir, ich hatte immer noch ein bisschen Gänsehaut einmal wieder. Und es berührt mich immer sehr. Was klar geworden ist, haben wir jetzt, glaube ich, nicht so ganz implizit gesagt, aber in dieser Verneigung und in diesem Zugeneigtsein steckt eben auch das Wort Zuneigung drin. Und das erläutern wir dann doch auch immer wieder. Hier geht es, weil Patienten häufig sagen, die mit Kampfsport unterwegs waren, naja, ich muss Respekt zeigen. Und mir ist Respekt häufig zu wenig. Weil Respekt ist auch sowas, Respekt haben auch irgendwie die Boxer voreinander, die dann im Ring stehen und sich die Nase brechen und die Kiefer zertrümmern. Das hat eine andere Qualität, für mich hat es auch keinen Respekt, aber es geht um Zuneigung. Zuneigung und das, was wir schon gesagt haben, Sorge tragen dafür, dass dem anderen nichts geschieht. Ja, dann auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich sehr schön finde, also ich finde die Übung, die wir dazu machen, einfach total schön, ist es der Aspekt Konvivialität. Und Konvivialität bezeichnet zunächst mal ein soziales Klima von wechselseitiger Zugewandtheit. Das hat sicherlich Parallelen zu diesem Thema Affiliation. Also wir wollen mit dem anderen, wir brauchen den anderen, wir haben ein Streben nach Zusammensein. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch das natürliche Streben des Einzelnen, etwas Besonderes sein zu wollen, in der Besonderheit anerkannt zu werden. Und Konvivialität versucht eigentlich, diese beiden Aspekte zusammenzufügen. Das heißt,
Es gibt die Möglichkeit zu rivalisieren wie zu kooperieren. Das ist im Prinzip auch das, was Frank eben mit der Faust und der Hand symbolisiert hat. Wir sind natürlich aggressionskompetent und wir wollen auch kooperieren, das Ganze im Griff behalten. Das ist so eine andere Note von der gleichen, von dem gleichen Thema letztendlich. Also die Möglichkeit zu rivalisieren, wie zu kooperieren, und zwar in der geteilten Sorge um den Schutz des anderen und der Welt. Und ich habe nochmal unten die Literaturangaben dazu geschrieben, Petzold von 2011 und aber auch Adolf Legewi, die haben das Konvivialistische Manifest 2014 herausgegeben, ein wunderschönes kleines Buch. Als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, das ist Budo. Das ist genau das, was wir tun im Budo, in der Budo-Therapie, beim Karate. Und auch dazu wollen wir eine kurze Übung demonstrieren, die, wie ich finde, genau das so auf den Punkt bringt. Und bei der Übung geht es eigentlich darum, oder vielleicht hast du das Frank, du. Ja, gut, also bei der Übung geht es darum, miteinander in Kontakt zu sein. Dazu legt der eine, wir machen einfach mal so ein bisschen so, ruhig. Genau, also die Hände liegen auf dem Unterarm des anderen. So, wir haben Kontakt. Gleichzeitig wollen wir aber jetzt auch ein bisschen in die Auseinandersetzung gehen. Die Regel heißt, wir dürfen die Verbindung zwischen den Händen, zwischen Armen, den Unterarmen in dem Fall, nicht lösen. Verboten. Ja. Was ist noch verboten? Greifen ist verboten. Jedes Greifen wäre verboten. Ja. Und jetzt wollen wir aber den anderen, genau, wir stehen auch so ein bisschen stabiler in dem Stand, wir wollen den anderen so ein bisschen ärgern und aus dem Gleichgewicht bringen. Also wir wollen anfangen zu rivalisieren. Dazu darf man hier so rum krabbeln, aber auf keinen Fall lösen, verboten. Jetzt versuchen wir mal, den anderen wegzudrücken, und der Versuch mit natürlich auch, ich drücke, umzuleiten und mich auf diese Weise aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und ich versuche das Gleiche, Hermann, aus dem Gleichgewicht zu bringen, aber das ist gar nicht so einfach. Und irgendwann gelingt es dann vielleicht und dann fällt einer raus und dann fängt er an zu lachen und ich lache auch. Also eigentlich ist es immer eine super spaßige Angelegenheit, obwohl wir miteinander ringen. Ja, und ich glaube, das ist das Kernthema, dass es eben spielerisch bleibt und ja, so vielleicht konvivialistisch, genau, in diesem Sinne. Martin, ich glaube, ich ringe jetzt mit dir ein bisschen um die Zeit. Ich versuche dir noch ein bisschen Zeit abzuringen. Du sagst nichts, deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass ich noch ein bisschen Zeit habe. Ich sage jetzt mal gerade was. Ja. Hermann, Frank, was denkt ihr denn, wie lange ihr Zeit habt? Weil wir haben wir haben erst Viertel vor. Euer Vortrag geht bis, also einschließlich Diskussion, bis 12.15 Uhr. Also ihr seid voll in der Zeit. Super, ich dachte irgendwie, wir hätten nur bis Viertel vor und dann eine halbe Stunde Diskussion, dann ist das alles wunderbar. Dann brauchen wir nicht zu ringen, sondern sind voll in der intersubjektiven Korrespondenz. Ein weiter wichtiger Punkt ist das komplexe Lernen. Das ist natürlich eigentlich, ja, so in der IBT sowieso eigentlich immer da. Es gibt so das komplexe Lernen, da geht es ja um einerseits um die emotionale Ebene, kognitive Ebene, volitive Ebene und die Verhaltensebene, dass man auf diesen verschiedenen Ebenen natürlich lernt. Man kann aber das Lernen natürlich auch als neuro- oder zerebrale Aktionen sehen, also die natürlich ganz viel im Hirn stattfinden. Und dabei hat die neuere Kognitionswissenschaft gerade so ein neues Paradigma entwickelt, nämlich die 4E-Perspektive. Auch die kennen wir im Prinzip schon. Ich will es trotzdem noch mal etwas verdeutlichen. Das erste E, also 4E, weil alle vier Wörter mit E anfangen, die sind uns alle nicht unbekannt.
vielleicht manchmal der letzte Punkt. Also das erste ist das Embodied. Das heißt, wir haben körperliche und sensomotorische Erfahrungen und Zustände haben natürlich Einfluss auf unser Denken und Handeln. Das ist nichts Neues, das ist unser Tagesgeschäft in der IBT letztendlich. Mir ist in den letzten Tagen doch noch ein nettes Beispiel dazu eingefallen, wo ich das selber noch mal sehr stark gemerkt habe. Ich bin immer fahrradmäßig unterwegs und ich habe so ein kleines Faltrad, wo man dann so leicht nach vorne geneigt sitzt, was aus biomechanischen Gründen vorteilhaft ist, weil die Gesäßmuskulatur besser arbeiten kann. Deswegen fahren die Leute ja auch, wenn sie schnell fahren wollen, auf Rennrädern. Und manchmal ist es kaputt, dann fahre ich irgendwo rein und dann muss ich irgendwie auf so ein uraltes Fahrrad, Entschuldigung Heike, aber auf so ein uraltes Fahrrad von der Oma meiner Frau fahren. Das ist so ein uraltes Hollandrad. Und da sitzt man aber so total aufrecht. Und als ich letztens vom Training zurückkam, dachte ich, ja, das ist völlig anders, weil ich sitze aufrecht, ich gucke nach rechts, ich gucke nach links und habe nicht die Idee, ich muss in einer halben Stunde auch zu Hause sein. Also ich bin nicht so zielfokussiert, sondern viel mehr unterwegs und das ist auch ein ganz nettes Gefühl, auch wenn ich mein anderes Fahrrad doch sehr mag. Damasio hat es mal bezeichnet oder auch nochmal in einem kurzen Satz zusammengefasst: The mind is embodied, not just embrained. Ja, der zweite Punkt, embedded, auch das ist nichts Neues. Wir sind in einer Lebenswelt, in einem Lebenskontext und einem Kontinuum eingebettet. Und dieses Kontinuum und dieser Kontext ist maßgeblich und begründend für Lernprozesse. Also auch hier vielleicht nochmal ein Beispiel so aus meiner täglichen Arbeit. Wir haben gerade einen Patienten, vermutlich schwer traumatisiert, der im Milieu der Hells Angels aufgewachsen ist. Vater und Mutter waren Hells Angels, von frühester Kindheit an mit Alkohol getränkt worden, hätte ich fast schon gesagt. Aber er musste tatsächlich auch Alkohol trinken. Und natürlich in einer Welt groß geworden, die kriminell ist, wo Drogen immer präsent waren und ja, wo man einfach kriminell war. In diesem Lebenskontext passiert was völlig anderes, als wenn ein Kind in einem gut behüteten Haushalt aufwächst, ja, wo die Eltern vielleicht Lehrer sind, einen guten Job haben, wo man durchaus fürsorglich miteinander umgeht. Hier sind völlig andere Lernprozesse möglich und hier lernen Menschen auch was vollkommen anderes. Ein weiterer Aspekt ist enacted, also Lernprozesse vollziehen sich im Handeln beziehungsweise durch die Interaktion miteinander, mit der Lebenswelt, natürlich mit anderen Menschen, auch das ist klar. In der integrativen Therapie nennt man das auch performanceorientiertes Lernen. Auch hierfür, ich finde, ich habe so in letzter Zeit, als ich mich damit beschäftigt habe, nette Beispiele nochmal gefunden und auch aus der eigenen Lebenserfahrung nette Beispiele gefunden, die das nochmal sehr plastisch machen. Meine kleine Enkelin Emma, die lernt so das Zählen ein bisschen und die zählt natürlich auf dem Buch die drei Erdbeeren ab. 1, 2, 3. Das ist Performance, das ist Handeln, das ist ein aktiver Prozess. Oder wir wissen alle, irgendwann, als wir gelernt haben, 2 und 2 ist 4, dass wir das mit den Fingern abgezählt haben. Auch das ist ein schönes Beispiel, finde ich, für performanceorientiertes Lernen. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der uns das Lernen ermöglicht. Also der letzte Punkt ist Extended. Extended Cognition. Das habe ich lange nicht kapiert, muss ich dazu sagen. Ich habe mich da mal so ein bisschen reingefuchst und ich hoffe, ich habe es kapiert. Letztendlich geht es um eine Wechselwirkung zwischen kognitiven Prozessen, Wahrnehmung und Handlung, so als ersten Teil. Das ist auch nichts Neues und erschließt sich auch relativ schnell. Trotzdem nochmal ein Beispiel dazu, wenn man so von dem alten dualistischen oder kartesianischen System ausgeht, dann
hat man eigentlich so dieses Sandwich-Modell häufig zu Rate gezogen. Das heißt, ein Sandwich hat ja zwei Scheiben und mittendrin ist Belag. Wenn die untere Scheibe sozusagen die Wahrnehmung repräsentiert, dann ist der Belag da drauf, sind dann die mentalen Prozesse und obendrauf die Scheibe sind die Handlungen. Unsere frühere Vorstellung war ja die, dass wir sagen, okay, wir nehmen Dinge wahr, die werden in irgendeiner Weise verarbeitet im Hirn und es entstehen daraus Handlungen. Extended Mind geht davon aus, dass es eben keine Abgeschlossenheit zwischen Belag und den oberen und unteren Scheiben gibt. Wenn man so ein Sandwich länger liegen lässt, merkt man das übrigens auch. Das suppt durch und weicht durch. Das heißt, die mentalen Prozesse, das, was wir wissen, hat natürlich Einfluss auf das, was wir wahrnehmen. Ja, jemand, der, wie ich eben sagte, in einem kriminellen Umfeld groß geworden ist, der sich sehr, der weiß, dass die Welt gefährlich ist, der wird andere Dinge wahrnehmen, der wird die Welt potenziell immer als gefährlicher wahrnehmen als jemand, der sehr behütet aufgewachsen ist. Und auf der anderen Seite hat natürlich auch, dass wir, was wir wissen, Einfluss auf die Handlung. Und die Handlungen haben natürlich auch Einfluss auf unser Denken. Das ist so ein Stück auch Embodiment oder der Aspekt des Embodied, den wir schon auch hatten. Die Neurowissenschaftler, die sich mit diesem Extended Mind beschäftigen, gehen aber noch weiter. Und die sagen, dass es eben auch zwischen kognitiven Prozessen und externen, natürlichen oder auch künstlichen Objekten eine Wechselwirkung geht. Also wie kann man sich das vorstellen, wenn man eine komplizierte Rechenaufgabe mit Papier und Bleistift löst, dann dehnt sich sozusagen unser Geist, unsere mentalen Prozesse auch auf diesen Bleistift und auf das Papier aus, weil ohne das wäre die Rechenaufgabe unter Umständen nicht lösbar, es sei denn, man hat so ein Superhirn, der alles im Kopf rechnen kann. Das wäre so der Aspekt, wie kann sich Geist auch auf solche künstlichen Objekte ausdehnen, oder dass da eine Wechselwirkung entsteht zwischen diesen künstlichen Objekten und unseren mentalen Prozessen. Und wir haben es natürlich gerade jetzt hier oder gleich vielleicht im Austausch, dass sich meine Gedanken, meine mentalen Prozesse, natürlich gerade auch auf Franks mentale Prozesse ausdehnen, dass wir das im Austausch nachher haben. Wir haben es natürlich in jeder Therapiegruppe, dass die Hirne sich sozusagen auch gegenseitig beeinflussen. Ja, das ist so zu Extended. Und im Übrigen, um es schon mal vorwegzunehmen, Extended heißt dann auch, das, was Frank eben gesagt hat, wenn wir in solchen Übungen Affirmationen und Sätze dazu sagen, dann haben die eine Wirkung, dann hat dieses Wissen, das, was wir mental auch produzieren, Auswirkungen auf unsere Handlung, auf unsere Befindlichkeit. Wir wollen das jetzt nochmal zum Abschluss mit einer kleinen Cutter machen, wo das nochmal deutlich wird, wo diese vier Aspekte einfach nochmal deutlich werden. Die machen wir jetzt einfach zusammen, weil wir finden es schön, Cutter zusammen zu machen.
Ja, wir wollen nur ganz kurz noch, das ist dann das Letzte, zu dieser Kata, diese kleinen, diese vier E's sozusagen nochmal deutlich machen. Das embodied, die ganze Kata läuft ja mit einer relativ aufrechten, zentrierten und dennoch relativ gelösten Körperhaltung, so kann man sie jedenfalls durchführen, ab. Und diese äußerliche Körperhaltung, diese Körperhaltung ist eine wichtige Bedingung für psychische Stabilität und für psychische Stabilität in Stresssituationen. Wenn wir diese aufrechte Körperhaltung ohne den Rest der Bewegungen zum Beispiel in Stresssituationen aufrufen können, und dann ist es vielleicht einfach nur so, dass wir kurz in diesen ruhigen Stand gehen, dann ist das eine Möglichkeit, um hier Stressphysiologie zu verändern. Ja, wenn wir tief durchatmen, vielleicht kannst du es noch mal kurz machen, Frank. Wenn wir tief durchatmen und zum Beispiel nur diesen... Ich werde ganz vorne anfangen. Ich mache die einfach, ich gehe einfach mal durch, ja, nochmal, dann wird es vielleicht deutlich. Ja. Du kannst es kommentieren, ja, ein bisschen raus, weil dann nur damit man dann... Achso, das sage ich dann. Ja, genau. Also wir beginnen ja immer mit der Verneigung. Ich bin dir zugeneigt, wir fangen mit der Welt an, ich bin der Welt zugeneigt, ich bin dir zugeneigt, ich bin mir selber zugeneigt. Und dann gehen wir in diesen Stand, den nennen wir Haraki, das heißt die Kraft in der Mitte sammeln, einatmen, ausatmen. Ich bin gut aufgestellt und ich habe einen guten Stand, ich stehe gut in dieser Welt, an meinem Platz und so weiter. Ich bin stabil, könnte auch ein Satz sein. Dann gehen wir die Kata durch, natürlich auch mit den entsprechenden Worten. Gehe aus meiner Ruheposition raus, mache mich bereit, trete hinaus in die Welt, schau mir an, was mich da draußen erwartet und handle entsprechend. Ja, wir machen das normalerweise mit dem Stoß. Ich handle entsprechend. Das ist natürlich absolut variabel, je nach Thema. Ich könnte sagen, ich gehe hinaus in die Welt und bin wehrhaft und muss mich wirklich positionieren. Dann würde das vielleicht so aussehen. Aber vielleicht sieht es auch ganz anders aus. Ich mache mich auf in die Welt, gehe auf andere zu und reiche vielleicht auch eine Hand. Ja. Und das sind dann die Sätze, die wir finden und auch mit den Patienten, der Patientin gemeinsam erfinden, zentral wichtig und notwendig. Genau, und wir haben, ne, das Embodiment, das Embodied, das aufrechte Haltung haben wir gerade gesehen. Frank hat, glaube ich, gerade ganz schön nochmal gezeigt mit dem Enacted, also wie vollziehen sich auch Handlungen mit den unterschiedlichen Handhaltungen, dass natürlich was völlig anderes damit auch geschieht und was völlig anderes initiiert wird. Eine offene Hand hat natürlich eine andere Qualität und löst was anderes aus als eine klare, vielleicht Abgrenzung mit der Faust, also das Enacted. Das Extended ist natürlich gerade durch die ganzen Affirmationen und Worte, die wir dazu sagen, dass hier diese gesprochenen Worte eine Wechselwirkung haben mit dem, was wir tun. Das wird hier sehr deutlich, finde ich. Man kann auch andere Sachen sagen, je nachdem, was für ein Ziel man hat. Wir haben gerade so in der Klinik eine kleine Studie am Laufen, wo es darum geht, eher so das Impulsive zu vermeiden. Dann braucht man vielleicht kürzere Sätze. Wir machen das dann mit: Ich bin ruhig, ich bin achtsam, ich bin fest oder frei. Das kann unterschiedlich sein. Da braucht es dann vielleicht etwas markantere Dinge, die man dann einfach öfter übt. Und wenn man es ausführlicher macht, dann kriegt man auch einen anderen, ja, kriegt man eben auch andere Sachen dabei raus. Das mit dem Embedded, also das fand ich jetzt nochmal, dass wir das
wahrscheinlich unbewusst, aber doch eigentlich sehr schön gelöst haben. Wir haben das Embedded nochmal embodied sozusagen. Das Embedded heißt ja, dass wir einen guten Raum für die Patienten bieten, der wertschätzend ist. Und diese Wertschätzung haben wir eigentlich am Anfang und am Ende der Kata mit der Verneigung nochmal embodied sozusagen. Das ist nochmal symbolisiert in dieser Form. Ja? Am Anfang verneigen wir uns und am Ende auch. Und am Ende hat es dann die Bedeutung, egal wie es gewesen ist, so wie es ist, ist es gut zunächst mal. Ja? Dass wir uns nicht zu sehr kritisieren von wegen, ach, das war doch schlecht und so weiter. Ja, vielleicht eine kleine Abwandlung, vielleicht nicht unbedingt so, wie es ist, ist es gut. Das sage ich zwar dann auch öfter, aber da muss man natürlich auch aufpassen. Ja. Vielleicht ist es besser zu sagen, so wie es ist, ist es. Und ich habe getan, was ich konnte, auch in Bezug darauf, mein Versprechen einzuhalten. Ich achte darauf, dass dir nichts geschieht, weil es könnte ja auch sein, dass ich vielleicht doch verletzt habe und dann ist es so, wie es ist, vielleicht nicht gut. Ja. Also da auch möglichst genau zu sein, ist vielleicht nicht schlecht. Ja, ja, das ist auf jeden Fall gut. Und damit wären wir einfach am Ende unseres Vortrags. Und ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, Ihnen Spaß gemacht. Uns hat es, glaube ich, ziemlich viel Spaß gemacht. Ja. Und ja, dann vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, ihr beiden. Ich weiß nicht, ob ihr beide das sehen könnt. Auf dem Chat tut sich gerade ganz viel, da auf dieser Leiste. Ja. Habt ihr alle kein Mikrofon, sodass ihr das nicht laut sagen könnt? Also hier kommt gerade ganz viel an. Ich lese mal vor. Sehr beeindruckend. Danke. Macht Lust auf mehr. Danke. Die Verschränkung von Theorie und Praxis war toll und sehr hilfreich. Lieben Dank. Danke an euch beide, sehr anschaulich und prägnant dargestellt, auch die 4E. Vielen Dank für den anschaulichen und beeindruckenden Vortrag. Also ihr scheint das so dargelegt zu haben, lieber Frank, lieber Hermann, dass da keine Fragen sind, sondern nur Freude darüber, die eigenen Wissensstände und Blickwinkel erweitert bekommen zu haben. Den Eindruck habe ich jetzt. Vielleicht gibt es ja auch Anregungen oder einfach auch Bemerkungen, genau. Wenn es auch Fragen gibt. Es wird weiter ganz viel getippt. Anregung weniger. Ich wollte mich dann wirklich jetzt tatsächlich in Halblife bedanken. Das, was die Kerstin geschrieben hat, diese Verschränkung von Theorie und die komplexe Theorie und die Praxis, fand ich total eindrucksvoll. Und ich merke immer wieder, wie leicht es mir fällt, wenn diese Verknüpfung so direkt ist, und ihr habt das sehr anschaulich auch dargestellt, wie wichtig das ist, um die Theorien so wirklich so zu verschränken, zu verinnerlichen. Und das habt ihr also fantastisch hinbekommen. Da bedanke ich mich herzlich. Und was ich total schön fand, ist, dass ihr dann auch dazu zweit seid, weil das nochmal diesen Aspekt von Budo noch deutlicher hervorhebt, dass wir den anderen auch brauchen. Also jetzt in diesem Fall nicht nur, dass er das gut rüberbringt, sondern auch um uns zu entwickeln. Und Dankeschön dafür. Ja, vielen Dank. Danke. Da gibt es noch eine Zuschaltung. Ja, hallo ihr beiden. Hallo. Genau, hier ist Jürgen. Genau, Frank, ich habe dich ja vor ein paar Jahren mal kennengelernt. Kannst du dich noch erinnern? In welchem Seminar war das? Annette, genau, wir waren. Ach, ja, natürlich. Genau, bei der. Ich habe dich im ersten Moment gar nicht wiedererkannt und dann hat es ein bisschen gedauert. Ja,
Ich wollte einfach nur mal sagen, warum gleich jetzt nicht so schnell zu einer Resonanz kam. Es war natürlich eine unglaublich komprimierte Lernerfahrung. Ne? Vier E's, die hatte ich jetzt so in der Konstellation noch gar nicht kennengelernt. Und deswegen war es sehr komplex, auch mit diesen anschaulichen Übungen, die ihr dazu hattet. Das heißt, also das muss auch, und bei mir zumindest, muss es erstmal sich so ein bisschen setzen lassen und wo ich dann merke, was ist mir jetzt da wichtig gewesen. Was ich sehr wichtig fand und was sehr gut rüberkam, ist ja in der integrativen Pudeltherapie, wie der Rahmen ist, der da für den Menschen angeboten wird. Das finde ich ja auch sehr strukturgebendes, haltgebendes, sicherheitsgebendes. Und in dem Kontext fand ich gut, was du jetzt zum Schluss noch gesagt hast, also wie man übt oder dass man sich Mühe gibt, zu respektieren den anderen, eben zum Beispiel in dieser Übung nicht zuzupacken. Und trotzdem kann es sein, dass ich zupacke oder dass ich weggehe. Und deshalb will ich mal so das Augenmerk drauf richten auf, ich sag's mal, die Regelverletzungen, die dann entstehen, wo dann beim Klientin, bei der Klientin letztendlich das andere Verkörperte zum Ausdruck kommt. Da wollte ich mal fragen, wie geht ihr dann darauf ein, wenn plötzlich kommt dann doch was Impulsives, was eigentlich nicht gewollt ist. Und gerade in dieser Regelverletzung wird es ja letztendlich, findet ja eine Berührung statt mit dem eigenen Gelernten. Ihr habt ja diesen Beispiel angesprochen, der Klient, der bei den Hells Angels quasi sozialisiert wurde, ja. Der spürt das ja permanent auch. Ja. Ich habe die Frage noch nicht so ganz verstanden. Wie er drauf eingeht, wenn oder darf es auch sein, dass die Regelverletzung da sein darf und auch gemerkt werden darf. Zum Beispiel, ich nehme mal das Beispiel, was ihr gegenseitig gemacht habt. Man darf nicht zupacken und darf nicht lösen. Und dann macht man das und dann löst man immer. Und das ist ja ein spannender Moment. Ja, ja. Und darf das sein? Darf das, wie geht ihr damit um? Mhm. Ja, das stimmt. Also wir häufig passieren solche Dinge. Oder anders gesagt, also wenn es zu klarer körperlicher Gewalt kommt zum Beispiel, dann muss man das unterbinden, muss man eventuell auch sanktionieren. Das wird in der Klinik dann sowieso auch sanktioniert. Das andere ist, wenn es zu Beleidigungen kommt oder wir haben häufig das Problem mit der Pflege, ne, dass da Konflikte gibt und so weiter, dann greife ich sowas immer auf und wir versuchen damit herauszufinden, zu verstehen, warum das geschehen ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu verstehen, was das mit dem anderen macht. Ja, also dass der Patient zum Beispiel jetzt versteht, aha, ich bin jetzt ausfallend geworden, habe die Tür geknallt, hat den Pfleger Arschloch genannt oder sonst irgendwas. Dass der versteht, wie der andere sich auch dabei fühlt. Ja, vielleicht eine kleine Anmerkung dazu. Wie macht man das? Also wenn der zum Pfleger Arschloch sagt, dann wird erstmal seine Selbstschutzkompetenz gewürdigt. Mhm. Ja? Also super gut. Sie können sich schützen gegen aus Ihrer Sicht schlimme Menschen. Und dann sagen sie Arschloch und dann können sie auf ihr Zimmer gehen. Wunderbar, sie sind wehrhaft. Ja. Und wenn wir das dann im Gruppenkontext beispielsweise aufgreifen und das mir passiert und der sagt mir in der Gruppensitzung Arschloch, dann sage ich ihm genau das Gleiche. Oh ja, du bist dann doch kompetent, dich zu wehren, finde ich wunderbar. Meine Reaktion, meine Resonanz darauf tut ein bisschen weh, geht es vielleicht auch anders. Ne? Und dann würde man das rausarbeiten, wie es vielleicht auch anders gehen könnte. Aber der Selbstschutzaspekt, der steht immer ganz vorne. Wunderbar, dass du dich schützen kannst. Das ist immer das Allerwichtigste. Hm.
Und wenn, genau. wenn bei der Übung, wenn du kräftig zudrückst, auch nicht so doll, sage ich genau das. Ja. 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 Aber das, genau das meine ich, dass ich sag's mal, die alte Bewältigungsstrategie auch sein darf, dass die benannt werden darf, dass die auch gewürdigt wird. Und dass es nicht so ist, wir machen jetzt Voodoo und jetzt werden wir ein neuer Mensch. Sondern ich kann nur ein neuer Mensch werden, wenn ich meine alten Bewältigungsstrategien auch spüren darf, auch im Kontext wahrnehmen darf und, ich sag's mal, neu reframen darf und was Neues lernen darf. Ja, grundsätzlich schon. Ich habe gerade so ein bisschen gestockt, als du sagtest, dass meine alten Bewältigungskompetenzen auch sein dürfen. So wie Frank das gesagt hat, ist natürlich vollkommen richtig. Und trotzdem, wenn da eben ein Kiefer zertrümmert, dann ist das schon, ne? Also wenn man so das nochmal extrem nimmt, dann, ich sage jetzt mal, darf das eigentlich nicht sein. Ne? Aber klar zu machen, das ist ein Versuch gewesen, um dich zu schützen. Das ist ein ganz wichtiger und zentraler Punkt. Und das hat ja was von, ja, ich kann verstehen, warum das passiert ist. Und lass uns jetzt mal gemeinsam gucken, was gibt es noch? Gäbe es vielleicht auch andere Ideen, ja. Die dann auch in der Regel kommen, weil ja die Leute, die bei uns sind, die wollen ja auch was verändern. Die kommen ja nicht, um alles so beim Alten zu lassen, sondern die wollen ja auch, die leiden ja im Grunde dann doch auch darunter, dass sie nur diese eine Variante haben, nämlich zum Beispiel zuzuschlagen oder zu beleidigen oder so. Ja, die leiden sehr viel darunter. Ne? Also das ist, das finde ich immer auch ein ganz wichtiger Punkt, dass die Leute das selbst sehr schnell merken. Ja, oft sagen, und als ich gemacht habe, habe ich schon gemerkt, es war nicht richtig. Ja, die sind ja nicht völlig, die meisten jedenfalls nicht völlig empathielos. Ja. Dankeschön. Gerne. Wir freuen uns, dass Sie wieder bei der Podcast-Reihe der Deutschen Gesellschaft für Integrative Leib- und Bewegungstherapie dabei waren. Wir würden uns freuen, wenn Sie demnächst wieder bei uns sind. Sie können auch auf YouTube einfach rechts unten auf Abonnement klicken, dann können Sie alle unsere Podcasts einsehen. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.